So, Arndt, was machen wir heute? Beim Barte Odins Doktor, irgendwas. meinst du? Würde sie anbieten. Und sonst? Lassen wir uns überraschen von Echt? merkwürdigen Dingen. Was? Was ist das? Das ist Quatsch. Was? Was ist das denn? gut, ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Das ist alles ein bisschen unerwartet, aber anscheinend, Adam, bist du eigentlich darunter? It was me all along. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wie wir mit umgehen sollen. Eigentlich hatten wir uns andere Sachen vorgenommen, aber anscheinend müssen wir ein bisschen über Mr. Robot sprechen. Dafür bist du zum Glück an meiner Seite, Adam, denn du hast Ahnung. Nicht so wie ich. Stimmt das? Ja. Ja. He made me shoot him. He kept saying, I wasn't real. It was almost as if you were a different person. Wir machen einfach nochmal weiter. Wir sind ja extrem gut vorbereitet auf sämtliche Situationen. Wir sprechen wirklich ein bisschen über Mr. Robot. Und zwar genauer über die dritte Staffel von Mr. Robot, die seit dem 11. Oktober in den USA beim USA Network läuft. Und seit kurzem auch bei Amazon. Wobei wir sagen müssen, wie Amazon Mr. Robot gerade anwirbt. Gebt den Hack ein, Season 3, sonst findet ihr es nämlich sonst nicht. Findet ihr Mr. Robot nicht bei Amazon. Vielleicht ist das so eine versteckte Werbestrategie. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen eigenartig. Im Vorfeld gab es kaum was zu Mr. Robot von Amazon. Wir haben uns da immer ein bisschen gewundert, haben viel nachgefragt. Aber es ist auf jeden Fall da. Wir werden jetzt so ein bisschen auch spoilern zur zweiten Staffel. Das geht gar nicht anders, wenn wir über die dritte sprechen wollen. Wir wollen halt nur mal so ein bisschen den Vorgeschmack geben, was euch in der dritten Staffel erwartet und warum es sich wieder lohnt einzuschalten. Das ist meine These. Die kannst du unterstützen oder kannst du gegenhalten. Weil, wir erinnern uns zurück, die zweite Staffel von Mr. Robot war jetzt nicht so prall. Adam, die erste fanden wir alle ziemlich cool, war ein Überraschungserfolg. 2015, Rami Malek hat einen Emmy bekommen, Golden Globe gab es für die beste Serie im Dramabereich. Zweite Staffel war wirklich, da haben sich alle drauf gefreut. Und was kam dann? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt neulich mal meinen Amazon-Account wieder angemacht und habe gesehen, sie sind bei der 7. Folge der 2. Staffel hängen geblieben. Dann habe ich da einfach mal weitergeguckt. Dann habe ich gemerkt, ich habe Folge 7 und 8 schon gesehen. Was ist da los, Amazon? Könnt ihr euch das nicht merken? Glitch in der Matrix oder was? Und dann habe ich halt weitergeschaut bis zum Ende hin. Und dann wurde es doch nochmal wieder amüsant auf jeden Fall. Und es gibt ja in der 2. Staffel auch gewisse Elemente, wenn ich mal an eine 80er-Jahre-Kultfigur denke, die da eingebaut wird in einer sehr strangen Folge, die es durchaus sehenswert machen. Auch wenn es diesen... In der ersten Staffel gibt es ja auch schon einen großen Twist, auf den die Serie hinarbeitet. Und jeder, der die Serie gesehen hat, wird es wissen. Diese ganze Mr. Robot Elliot-Thematik. Und in der zweiten Staffel gibt es auch nochmal einen Twist, der dann aufgebaut wird, groß aufgebaut wird. Und dann denken wir uns alle, okay. Glaubst du, das war ein Problem, weil halt alle so gedacht haben, ah, da muss wieder irgendein Mysterium sein, wir müssen das entschlüsseln? Hat sich da vielleicht auch der Serienschöpfer Sam Esmail so ein bisschen verkalkuliert, dass die Leute zu sehr seine Serie auseinandernehmen? Du kannst halt nicht Pandoras Box zweimal öffnen und Richtig. Dann denken, dass es nochmal funktioniert. Also das ist, glaube ich, die große Krux an der zweiten Staffel von Mr. Robot, die halt gezielt auf so einen Twist hinarbeitet, der dann irgendwie von vornherein, eigentlich, wenn man mal so ein bisschen beobachtet und das schon erwartet, klar sein dürfte, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Gleichzeitig wollte er so ein bisschen die Welt öffnen, auch für die anderen Charaktere, was ja eigentlich eine gute Idee ist an und für sich. Aber wir wissen auch ganz klar, Rami Malek als Elliot ist halt einfach die treibende Kraft in Mr. Robot. Und teilweise waren die Nebengeschichten von anderen Charakteren nicht so wirklich packend oder auch so ein bisschen in so einem sehr verzettelten Riesenkonstrukt an Verschwörungen, an irgendwelchen Machtspielereien im Hintergrund untergebracht. Ich dachte so, Ich bin da irgendwann gedanklich ein bisschen ausgestiegen, weil es war zu viel. Ich wusste bis zum Schluss, bis zur dritten Staffel sogar, die jetzt auch schon verfügbar ist, nicht, was mit Angelas Storyline auf sich hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt weiß, obwohl ich schon zwei Folgen der dritten Staffel gesehen habe. Es ist alles so ein bisschen verfahren. Es gibt dann so, die FBI-Agentin ist ziemlich interessant so, einfach vom Typ Grace her. Gamma. Und weil sie so kaputt dargestellt wird und ihr Privatleben spielt, ist so ein bisschen so eine komische Rolle, weil sie mit Alexa spricht, wie übrigens ich auch mal neulich gemacht habe. Und also, wenn ihr nichts zu tun habt, fragt Alexa mal, was ihre Augenfarbe ist oder ob sie Single ist und so. I approve. Hört sich gar nicht so verzweifelt an, Adam. Fragen. Help me. Adam auf der Suche nach Hör. ja, genau.
Und die Schwester von Elliot spielt ja auch eine größere Rolle und da so eine Storyline rund um die, um ihre Gruppierung und dann auch die Dark Army und wen wir da nicht alle schon kennengelernt haben. Stichwort White Rose zum Beispiel. Dann gibt es in der zweiten Staffel, es ist in der zweiten Staffel, ich hoffe, diese super strange Angela-Folge mit dem Spiel, was sie da spielt und wo sie da so Fragen gestellt bekommt. Ja. Die hat mich ein bisschen fasziniert, aber die hat mich auch wieder Fragen zurückgelassen. Die Mischung war ein bisschen eigenartig, ne? Und jetzt muss ich aber sagen, mit dem Start der dritten Staffel hat man auch so eine Chance bekommen, das Ganze nochmal zu rebooten, um mal in diesem Sprech zu bleiben. Und zwar am Ende der zweiten Staffel wird ein riesiger, gigantischer Hack ausgelöst von Elliot oder von Mr. Robot, je nachdem, wie man es sieht. Und der setzt halt alles so ein bisschen auf Anfang, die Welt geht den Bach hinunter, also das globale Wirtschaftssystem. Und Elliot erkennt jetzt so ein bisschen, oh Gott, was habe ich da eigentlich angerichtet? Ne? Und das ist so ein bisschen am Anfang die Idee von der dritten Staffel zu zeigen, will der Charakter das wirklich und welche Seite in ihm kämpft eigentlich dagegen? Denn es geht vor allem darum wieder, der Kampf von Elliot mit seinem eigenen Ich, beziehungsweise mit seiner Abspaltung, seinem Vater gespielt von Christian Slater. Und das finde ich tatsächlich wieder richtig spannend. Eben. Ich habe mich auch gefragt, was hat mich damals an Mr. Robot eigentlich so in den Bann gezogen? Und da gibt es, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Episode den Moment, wo Elliot so einen Typen hackt, beziehungsweise Leute bloßstellt und sie für ihre Missetaten an den Pranger bringt. Und genau das Gleiche sieht man jetzt in der dritten Staffel auch wieder. Und das finde ich ziemlich stark. Das sind so die Momente, wo ich mir denke, ja, deswegen gucke ich die Sendung. Und auch, weil dieser Zweikampf oder vielleicht ist es ein Dreikampf, man weiß es ja nie so richtig, in Elliots Kopf drin, wird jetzt noch deutlicher ausgefärbt und man sieht halt gewisse Momente, wo er die Kontrolle verliert, wo er die Kontrolle auf eine gewisse andere Art und Weise hat und das finde ich dann auch jetzt spannend. Oder man sieht, dass er halt gar nicht weiß, was gerade die andere Seite von ihm macht und das finde ich gerade auch so wie so ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, was ich ein bisschen vermisst habe, weil Rami Malek ist ein Darsteller, der halt auch so wirklich richtig gut kann und du merkst jetzt einfach, wie halt wieder Sam Esmail so ein bisschen mehr den Fokus auf ihn richtet, auch in diese Gewissensbisse, die sich natürlich irgendwie entwickeln müssen. Und dadurch wird das gerade wieder so extrem intensiv und extrem spannend zu beobachten, weil wir haben erstmal diesen ganz großen Hinterbau, also irgendwelche komischen Machtverschwörungsgeschichten, die sind zwar noch da, aber jetzt am Anfang dieser Staffel sehr im Hintergrund. Und du merkst, es geht erstmal wieder mehr um die Charaktere, um unseren Hauptcharakter und was der eigentlich gerade so durchmacht. Und das ist ziemlich heftig. Und das finde ich an und für sich eine ziemlich gute Idee, gleich wieder so reinzustarten. Und es erinnert mich an die erste Staffel, mich wo auch, es halt wirklich sehr viel in diese Richtung ging und was auch so faszinierend daran war. Und ich frage mich jetzt natürlich tatsächlich auch, was Sam Esmail plant, ob jetzt irgendwie noch eine vierte Staffel kommt und dann die Serie zu Ende ist oder ob vielleicht sogar so ein Five-Season-Arc plant. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass er 5 Staffeln im Blick hatte, so wie so ein klassisches Drama. Wer will so die einzelnen Akte abarbeiten? Und von daher denke ich mal, dass da noch was kommen wird. Wir sind jetzt noch nicht mal bei der Halbzeit dementsprechend angelangt. Aber ich finde, der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Vielleicht nochmal kurz zurück zur zweiten Staffel, die ich ja dann auch so mal in so einer Binge-Session nachgeguckt habe. Mir das, was wir ja in der ersten Staffel auch so ein bisschen als Stärke herausgehoben haben von der Serie, einfach die komische Drehweise zum Beispiel, wie Figuren positioniert sind im Bild. Und so ist mir bei der zweiten Staffel negativ manchmal aufgefallen, weil es einfach gemacht wurde, ohne Sinn dahinter teilweise, fand ich. Also dann hattest du so ein Gespräch zum Beispiel, ich glaube, zwischen Darlene und Angela oder so und dann war die eine hier im Bild, ganz links an der Seite und die andere war dann irgendwie da, ganz rechts an der Seite im Bild und das wirkte einfach auf mich so einfach nur wie so Style over Substance und ohne wirkliche Gedanken dahinter, sondern einfach nur, weil es irgendwann mal als Markenzeichen der Serie etabliert wurde, ganz genau. Das ist natürlich auch doof, weil wir haben ja gerade gemerkt in der ersten Staffel, dass da so viel Kraft von ausgeht, von dieser sehr bewussten Inszenierungen einzelner Szenen. Und um jetzt hier nochmal den Bogen zur dritten Staffel zu spannen und euch davon zu überzeugen, wenn ihr nach der zweiten gesagt habt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Hier kommt das alles wieder so ein bisschen zurück, also als würde man sich auf die Wurzeln besinnen. Wir haben auch darüber hinaus wieder ein paar neue Charaktere, ganz interessant sind. Ich finde zum Beispiel Bobby Cannavale ist ein sehr interessanter Charakter, den er spielt. Ja. Der ist so eine Art Fixer, würde ich behaupten, der Probleme löst, für wen auch immer. Und Bobby Cannavale, wir kennen ihn aus Vinyl, wo er die Hauptrolle gespielt hat, aus Boardwalk Empire und diverse andere Filme. Der hat ja eine sehr hochgepitchte Stimme irgendwie und auch sieht ein bisschen eigenartig aus, aber ist sofort sehr faszinierend, also verrät nicht zu viel, hat aber gleich einen eigenen Charakter und das mag ich eigentlich auch sehr gerne und das war irgendwie vielleicht gerade in der zweiten Staffel auch nicht so oft gegeben. Da hat es zwar auch einen Craig Robinson gehabt, aber der war jetzt auch jetzt nicht so faszinierend. Der war in der ersten Staffel präsent und dann war halt Geschichte irgendwann. Aber Bobby Cannavale hat jetzt so ein bisschen das Zeug, da so eine Lücke zu füllen, auf jeden Fall. Ja, also von daher, jeder, der ausgestiegen ist oder sich unsicher war, ob er weiter gucken sollte,
Der sollte, glaube ich, da nochmal jetzt reinschauen. Also, wir haben es ja schon erzählt, man muss ein bisschen findig sein bei Amazon, aber man findet es tatsächlich. Und dann werden wir hoffentlich euch auch irgendwann sagen können, wann halt mal die Synchro dann dazu kommt oder wann Amazon mal wirklich sagt, hier, wir haben Mr. Robot, die neue Staffel, auch verfügbar. Wahrscheinlich dann, wenn die Folgen alle in den USA einmal durch sind und dann irgendwie im neuen Jahr oder sowas, wäre jetzt so meine Wette. Ich glaube nicht, dass die vorher schon eine Synchro rausschicken. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall ab. Von uns gibt es nochmal eine kleine Guckempfehlung für Mr. Robot Staffel 3. Der Anfang schickt sich gut an, würde ich sagen. Ja, ein vertrautes, schönes Gefühl, obwohl das alles auch so gruselig ist. Wenn man überlegt, was der macht, der Elliot, oder? Also ich meine, der stellt halt nicht nur persönlich Menschen bloß, sondern der hat halt auch wirklich ein riesiges System zum Einsturz gebracht, auch wenn er das jetzt wieder gerne rückgängig machen möchte. Aber dennoch, diese ganze Komponente, so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ne? Was will Mr. Robot wirklich und wie kann Elliot das verhindern? Das ist schon... Dieser Kontrollverlust ist halt immer irgendwo im Hinterkopf da. Also ich meine, man kann sich nie richtig sicher sein, ob da jetzt Elliot am Steuer sitzt oder Mr. Robot oder ob es da vielleicht sogar noch eine dritte Figur gibt oder wann denn der eine mal jetzt komplett die Kontrolle verloren hat. Also es gibt da eine Szene, da wird eine Sache dekodiert und das fand ich zum Beispiel auch spannend, wie man das mal aufgeschlüsselt hat. Also was da für Codes da sind und was man da für Tools benutzen kann und so. In der digitalen Zeitalter sind wir wahnsinnig angreifbar geworden. Ich weiß bloß nicht, was man dagegen machen soll. Vielleicht kann man sich irgendwie helfen lassen. Hello, evil corp. We are F-Society. So, eine in der Nerdstube. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Rüdiger von F-Secure. Nicht F-Society, liebe Mr. Rod-Fans, nein, F-Secure. Rüdiger, herzlich willkommen in unserem bescheidenen kleinen Studio. Dankeschön. Was machst du bei F-Security? Warum bist du heute hier? Ja, ich bin ein Security-Consultant bei F-Secure und wir kümmern uns um Cyber-Security für Unternehmen und für Privatleute. Und deswegen wurde ich, glaube ich, eingeladen. Also. Richtig, denn wir wollen mit dir so ein bisschen über Mr. Robot sprechen und ganz speziell darum, wie realistisch das Hacken in dieser Serie ist, weil es ist ja generell so eine Sache in Serien, in Filmen. Hacking wird immer ein bisschen eigenartig dargestellt, oder? Du als Fachmann, du hast ja schon einige Sachen gesehen, die dich vielleicht irritiert haben. Ja klar, man achtet natürlich besonders drauf, wenn irgendwie in einer Serie gehackt wird und schaut dann, wie realistisch ist das oder wie wird es dargestellt. Und da gibt es sehr viele schlechte Beispiele und Mr. Robot ist ein gutes Beispiel. Warum ist es denn gerade so ein gutes Beispiel? Ich meine, ich bin ein Laie, ich gucke mir Mr. Robot unter anderem wegen dem Hacking an, aber auch wegen den Charakteren und der Bildsprache oder generell, wie das Ding aussieht. Was macht denn jetzt das Hacking in der Serie so gut oder so glaubwürdig? Naja, es ist einfach realistisch. Also die ganzen Tools, die verwendet werden, das sind tatsächlich Hacking-Tools, die sich jeder jetzt runterladen kann, die auch so in Verwendung sind bei Penetrationstests oder bei Hacker-Attacken. Und alles, was in der Serie gezeigt wird, zumindest würde ich mal sagen, das Allermeiste funktioniert auch genauso, wie es da gemacht wird. Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend, wenn man mal wirklich so eine Serie hat, die sich sehr gewissenhaft mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir haben es gerade schon angedeutet, da draußen gibt es halt so viel Kram. Ich erinnere mich gerne zurück an NCIS, das kann vielleicht mal einer reinschneiden, wo halt zwei Leute gleichzeitig auf einer Tastatur rumhauen, um den Hack des Jahrtausends abzuwehren. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. I'm trying, it's moving too fast. This is not good. Aber das ist ja wirklich mal hier so ein Faktor, den haben wir bisher noch nicht so wirklich gehabt. Und war das für dich auch so eine Sache, wo du gesagt hast, deswegen schalte ich hier auch mehr rein oder deswegen bin ich hier so ein bisschen angefixt von der Serie? Ja klar, also ich habe gelesen, neue Hacker-Serie, dann dachte ich schon, na cool, da sitzen jetzt wieder Leute mit schwarzen Hoodies rum. Was? Hast du was gegen schwarze Hoodies? Nee, gar nicht. Aber es ist immer so, wenn irgendwie ein Hacker auf einem Bild oder in einem Newsartikel ist, es sitzt immer einer mit schwarzem Hoodie vor der Tastatur und da denke ich immer, ja okay, Klischee erfüllt. Haben sie jetzt bei Mr. Robot auch gemacht, aber zumindest haben sie auch den ganzen Rest drumherum noch realistisch gestaltet. Ja. Aber das ist auch nicht nur das, was dich an der Serie interessiert, oder? Was hat dich denn noch so dahin geführt? Das Hacking ist natürlich die eine Sache, aber wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen drüber uns unterhalten, die erste Staffel, warst du auch ein großer Fan von? Mhm. Jetzt bist du gerade bei der zweiten so ein bisschen mal aufholen, da nicht mehr so. Aber was war erstmal der Grund, da richtig einzuschalten? Naja, mich hat schon das Hacking am Anfang gepackt, muss ich sagen. Das war schon das Thema, ja klar, weil irgendwie mein Job und so weiter, da mein Interesse da. Aber es ist schon interessante Charaktere und auch wie es gemacht ist von den Bildern her, ist einfach sau cool. Ja, also, obwohl das Hacking normalerweise relativ trocken ist, weil ja letzten Endes da nicht viel passiert. Man sieht irgendwelche Command-Lines und Command-Shells und so weiter, haben sie es cool gemacht, muss man sagen. Cool. Ja, definitiv. Jetzt aber auch die Frage, das habe ich mich zumindest auch gefragt, ich habe schon angedeutet, ich bin ein Laie im Bereich Hacking, definitiv, auch generell Internetsicherheit. Jetzt gucke ich Mr. Robot und ich werde vielleicht so ein bisschen überfordert von dem, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Zumindest bei dem Bildschirm von den Charakteren, was sie gerade eintippen oder so. Ist es wichtig, dass die Serie mir das glaubwürdig überbringt, dass ich das als Laie auch verstehen kann? Oder ist im Endeffekt nur für dich als Fachmann wichtig, dass du das wirklich auch verstehen kannst oder siehst, das ist richtig, was die machen? Und im Endeffekt ist nur die Folge oder die Konsequenz wichtig?
Also ich würde sagen, es ist für den Plot nicht interessant, ob es jetzt realistisch ist oder nicht. Also wenn es die Serie voranbringt, kann es auch unrealistisch sein, weil es ist halt immer noch fiktiv, das Ganze, ja. Ist natürlich eine andere Ebene für Experten, dass man sieht, okay, das ist alles ziemlich realistisch und cool. Mich stört es halt immer, wenn es so übertrieben ist, jetzt, wenn ich so andere Serien anschaue und das so ein Hollywood-Betriebssystem ist, wo dann die bunten Bilder hinterher. Hast du ein besonders schlechtes Beispiel, wo dir das mal extrem krass aufgefallen ist? Ja, wie heißt das? CSI Cyber zum Beispiel. Also das ist sehr gut. Das ist für uns auch so. Ach, nichts gegen Ted Danson, der da irgendwann mal auftaucht, aber. Das war schon ein großer Mumpitz, oder? Ja, und das ist, also es gibt da extrem viele schlechte Beispiele. Also nicht nur bei Serien, also wenn ich mir zum Beispiel Passwort Swordfish anschaue, das wäre auch so ein klasse Hacker-Film, ja. Absolut, absolut katastrophal, unrealistisch, ja. Da hatten sie sich halt Halle Berry geholt, ich glaube Hugh Jackman, hatten so schöne Stars dabei. Ach, das wird schon irgendwie passen. Genau. Unsere Hollywood-Stars hauen auf der Tastatur rum und das geht durch als Hacking, ja. So ist es, ja. So ist es. Nee, bei Mr. Robot fand ich als weitere Ebene ganz cool, weil man sagt, okay, diese Attacken, die da passieren, die sind natürlich krass in dem, was letzten Endes da passiert in der Serie, aber dass zumindest der Weg dahin, dass es auch so passieren kann. Ja, und dass es vielleicht auch jeden Tag genau so passiert. Da würde ich dich gerne mit dieser Frage überraschen. Und zwar, das, was da wirklich passiert in Mr. Robot, auch in der zweiten Staffel am Ende, ist sowas für dich als Experte irgendwie auch wirklich so für uns greifbar, dass das tatsächlich mal so passieren kann, dass da irgendwo einer mal im übertragenen Sinne den großen Stecker zieht und auf einmal geht alles den Bach runter? Also ich hoffe, dass es da bessere Schutzmaßnahmen gibt, ja, um solche. Vielleicht bei F-Secure. Ja, genau. Also ich sag mal so, klar sind solche Attacken in einem kleineren Bereich möglich, ja. In so einem globalen, sage ich mal, Impact würde ich mal behaupten, gibt es wahrscheinlich doch mehrere Schutzmaßnahmen, die sowas verhindern würden. Ja. Du hast auch im Vorgespräch den Punkt Social Engineering angesprochen. Kannst du mal ganz kurz aufklären, die Leute, die es nicht wissen, um was es da geht und warum das auch Mr. Robot so ein interessanter Faktor ist? Ja, beim Social Engineering oder Social Hacking geht es eben darum, die Person am Rechner zu knacken, ja, indem ich die anrufe, der Fragen stelle, der Informationen rausleier, die ich dann wiederum verwende, um mit der nächsten Person zu sprechen. Also Identitätsdiebstahl und auch vielleicht die Kreditkarten, irgendwie irgendwelche Geschichten? Ja, jein. Also es geht da um viel weniger. Also als Beispiel, ich rufe bei einer Sekretärin an und gebe mich als eine andere Sekretärin aus und versuche einfach letzten Endes die Termine von ihrem Chef rauszuhören, um vielleicht zu wissen, wo der ist. Und dann rufe ich ihn an und sage, ja, Sie haben ja heute Mittag einen Termin hier und hier. Das ist jetzt verlegt und ist da und da, zum Beispiel. Also eher so ein bisschen kleiner, unscheinbar. Genau, kleine Informationshappen rausfinden von der Person, die ich dann wiederum in einer größeren Attacke nutzen kann und sagen kann, okay, mich als jemand Internes ausgeben, weil ich jetzt zum Beispiel eine interne Produktbezeichnung weiß oder weiß, wann der eine wo im Meeting ist oder auch so banale Sachen. Ich weiß, wie der Meetingraum heißt zum Beispiel. Und solche Sachen kann man fallen lassen. Wie kann man sich vor sowas schützen? Das ist ja wirklich so persönlich und so auf so einer niedrigen Ebene. Ne? Das ist ja irgendwie. Man muss es wissen. Also man muss es, also wissen nicht, aber man muss sich davor schützen, indem man die Leute schult. Also man muss sich bewusst sein darüber. Genau, also man ist ja im Geschäftsleben ist man prinzipiell erstmal positiv eingestellt. Wenn einer anruft, der braucht meine Hilfe und ich helfe ihm natürlich, weil es mein Job ist. Vielleicht kriege ich was dafür zurück, ne? Und irgendwie kriegst du einen Deal oder sowas. Und letzten Endes ist aber dann manchmal so eine Skepsis auch gar nicht so unangebracht. Ja, wer ist der Anrufer? Hat er sich legitimiert? Ist es wirklich der, mit der es sagt, der ist es? Ja. Kriegt er die Information? Darf er die überhaupt haben? Das sind so Fragen, die muss man sich stellen. Und das, wo du es erwähnt hast, das war in der ersten Staffel Mr. Robot ziemlich cool, weil da gab es auch so eine Szene, wie sich Elliot halt in dieses eine Gebäude von E-Corp reingeschmuggelt hat, dann über diesen einen Sicherheitsmann oder was das war. Und das hat das schon ziemlich gut aufgezeigt. Das ist halt immer nicht nur, keine Ahnung, jemand sitzt 6 Stunden vorm Rechner und tippt irgendwas ein. Nein, es geht auch wesentlich einfacher, irgendwie an wichtige Informationen zu kommen und sich dann irgendwie daran zu bereichern. Also ist auf jeden Fall so ein Faktor auch generell, dass vielleicht so man sich selbst im Bereich Sicherheit einfacher schützen könnte mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Also wir bieten auch solche Auftragshacks an. Also man kann als Unternehmen zu uns kommen und kann sagen, okay, versucht mal an diese Kundendatenbank zu kommen oder versucht mal an das Postfach, um CEO zu kommen. Und klar gehen wir da auch so vor, dass wir versuchen, irgendwelche Exploits auszuliefern und Phishing-E-Mails zu schicken und so weiter. Aber eine viel einfachere Attacke kann es sein, einfach in das Büro reinzulaufen und den Server aus dem Reck zu schrauben. Ja? Also Und da gibt es einfach Möglichkeiten. Und keiner kriegt es mit. Nee, also, oder die Leute kriegen es mit und nehmen es nicht wahr. Ja. Also, das wird schon einer sein, den hat der Chef gerufen, der Techniker oder du so. Du kannst dich komplett unsichtbar machen, wenn du hier mit einer Warnweste und einer Leiter auf der Schulter rumläufst und sagst, hier, ich muss hier die Rauchmelder. Verdammt, hat letztens jemand da. Ich muss die Rauchmelder überprüfen, sozusagen. Verdammt, hat wirklich jemand da. Rüdiger, mach uns keine Sorgen, ganz ehrlich. Oh Gott, alles ist jetzt publik. Na, hoffen wir mal nicht. Ja. Aber das ist schon erstaunlich, ja. Also das finde ich tatsächlich, das habe ich noch nie so überlegt bei Mr. Robot, dass halt dieses Element auch mit drin ist, weil es ja gerne darauf runtergebrochen wird. Du siehst halt wirklich die
Kapuzenmänner vor ihren Tastaturen und die tippen halt irgendwas ein. Und ja, nicht zwingend. Also es ist ja auch in der zweiten Staffel, wo sie ein Remote-Access-Tool im Gebäude platzieren wollen. Stimmt, sozusagen. Da war was, ja. Und solche Sachen, klar, das, in dem Fall haben sie einen Insider, weil sie da arbeitet, aber trotzdem, so Sachen sind absolut gang und gäbe. Krass, also super spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr schön, dass du da bist, Rüdiger. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, weil ich glaube, wir müssen nämlich auch auf was hinweisen, denn der Rüdiger hat was mitgebracht. Wir haben noch ein kleines Gewinnspiel. In Nerdstrom in letzter Zeit gibt es so viele Sachen zu gewinnen, das ist der absolute Wahnsinn. Und auch dieses Mal könnt ihr mit etwas nach Hause gehen, und zwar mit einer von 5 Lizenzen zu eurem aktuellen F-Secure Total-Programm. Was ist das genau? Was kann man damit erreichen? Genau, das ist also ein Schutz für jeden PC, also ein Virenschutz, eine Firewall sozusagen und eine VPN-Lösung. Das heißt also, man kann, wenn man jetzt in einem WLAN ist, im Coffeeshop oder sonst wie, kann man verschlüsselt aus diesem unverschlüsselten WLAN raus und seine Daten sind immer noch geschützt. Da bin ich auch so ein bisschen ein kleines Opfer, in dem Sinne, dass ich mich halt leicht zum Opfer mache. Wenn ich halt irgendwo freies WLAN sehe, im Café oder so, bin ich sofort der Erste, der sich einloggt, und ich denke dann immer danach, ja, wer weiß, was eigentlich dahinter steckt, wer alles hier drin ist in dem Netz und wie angreifbar ich mich damit mache. Das ist auch so eine, ich glaube... Vorbei. Man muss da ein bisschen cool bleiben. Also ja. Ich meine, auch wenn das WLAN unverschlüsselt ist, ja, die Seite, die ich ansurfe, ist in der Regel verschlüsselt. Ja. Ja, also von daher... Nicht zu viel Panik schieben. Es ist nicht so einfach, daran zu kommen. Klar, sollte ich das irgendwie, wenn ich jetzt vertrauenswürdige Daten verschicke, nochmal ein VPN drumherum packen. Aber es ist nicht so, dass da jeder Stand heute alles mitlesen kann, was da passiert. Aber völlig sicher bist du mit der Todessoftware von F-Secure. Genau. Und ja, könnt ihr eine Ausgabe davon gewinnen oder eine Lizenz. Was ihr dafür machen müsst, wir haben uns eine wunderbare Frage ausgedacht, oder besser gesagt unser Gewinnspiel, Adam. Wir möchten von euch wissen, wie denn der große Superhack am Ende der zweiten Staffel von Mr. Robot genannt wird. Die Antwort dazu findet ihr bestimmt auch irgendwo im Netz. Einfach unter das Video in die Kommentare schreiben, und dann suchen wir uns 5 glückliche Gewinner aus, und dann könnt ihr ein Jahr lang euch sichern lassen von F-Secure, und ich glaube, da kommt da nichts durch, würde ich einmal behaupten. So kompetent, wie der Rüdiger sich hier präsentiert, also ganz ehrlich, bessere Empfehlung kann es gar nicht geben, oder? Da nickt sogar Anne. Also, möchtest du noch was loswerden zu Mr. Robot, wenn du schon mal da bist? Ich glaube, wir haben alles erwähnt, oder? Alles erwähnt, ja. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Rüdiger. Es war mir ein großes Fest. Sehr gerne. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht in unserer gehackten Nerdstube. Irgendwas ist ein bisschen anders heute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Masken waren von Orange da. Aber wir werden das schon irgendwie überstehen. Im Notfall ruft mir bei euch an und ihr helft uns wieder raus. Vielleicht ist es auch so ein Schuling, so ein Schooling-Ding hier, so ein Consulting. Ihr seid gerade hier draußen unterwegs und versucht, uns zu hacken. Kann sein. Wir müssen es abwehren. Mag sein. Hm. Ich bin im Blick, den Rüdiger. Okay, wir machen weiter. There'll be no coming back from this. Ah, hoi, hoi. Du bist ja wieder. Na klar. Wo warst du denn gewesen? Bei CSI Cyber. Wirklich? Mhm. Krass. Okay, ja, aber ganz ehrlich, Adam, wir haben keine Zeit mehr. Die Nerdstube ist vorbei. Können wir nichts machen. Oh, ist auch nicht weiter schlimm. War eine gute Ausgabe, hat mich sehr gefreut. Ihr könnt euch immer über Twitter und Co. über den Hashtag Nerdstube auf Twitter. Face. Hi. Oh Gott. Ich hack mich hier auch nochmal rein. Ich habe auch noch was mitgebracht. Okay. Mats ab. Hello, Navi. Hello, Lane. Da kommt er einfach so her und hijackt die Nerdstube, hackt sich rein in unser schönes kleines Format und hat was ganz Tolles mitgebracht. Ich hab's auswendig gelernt. Serial Experiments Lane. So gut, so gut. Ne? Ja, es ist ausnahmsweise mal wieder ein Anime und ausnahmsweise mal wieder was dystopisch, Science-Fiction-mäßiges, was ich hier sonst gar nicht vorstelle. Also, langsam aber sicher können sich wahrscheinlich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen ein Bild davon machen, was in deinem Kopf so vorgeht. Ja. Aber was ist es und warum hast du es mitgebracht? Ich dachte, das passt thematisch ganz gut, weil Computer, Hacking, Geheimorganisationen und so ein bisschen abstrakte Bildschau, gemischt mit dem Fakt, dass das einfach mal meine Lieblingsserie aller Zeiten ist. Nicht Lieblings-Anime-Serie, sondern Lieblings-Serie of everything, alles. Jemals. Und um für die mal die Werbetrommel zu rühren, da dachte ich, komme ich doch hier einfach mal kurz reingeschneit. Während du mir erzählst, um was es geht und aus welchem Jahr die Serie ist, halt ich ab und zu mal so ein paar von deinen Mitbringseln rein. Ja, das Mario, sind hier die DVDs und Artbooks aus meiner persönlichen Kollektion. Ja, deinem Fansein absolut gerecht. Ich habe dich gerade schon gefragt, was du für dieses Artbook bezahlt hast, und das waren 70.000 Dukaten. Ein paar mehr Dublonen, ja. Serial Experiments Lane ist ein Anime von 1998, ein ziemlich obskures Ding. Allein aus dem Grund auch, weil es das Animationsstudio nicht mehr gibt. Der Regisseur ist leider auch schon gestorben. Und das war so eine kleine experimentelle Sache. 13 Folgen lang ist das. Und ich nenne es immer Arthouse Cyberpunk oder psychedelischen Arthouse Cyberpunk.
Leute, die Neon Genesis Evangelion kennen, die sind vielleicht schon diese Level von Mindfuckery gewöhnt. Es ist aber so komplett ohne das Fett wie bei Evangelion. Also du hast hier von Anfang an gleich einfach sehr viele abstrakte Bilder und eine Geschichte, die man sich so rauspulen muss. Und das geht gleich sehr hart los. Also man weiß dann auch nach einer oder zwei Folgen sofort, ob das was für einen ist. Und unsere Hauptdarstellerin ist, wie ich annehme, diese. Ein 13-jähriges Mädchen. Die hat erstmal nichts mit Technik und Computern am Hut, bis eines Tages eine Klassenkameradin von ihr Selbstmord begeht und sie eine E-Mail von der bekommt hinterher. Was schon mal nicht so cool ist. Eigenartig auf jeden Fall. Daraufhin beginnt sie sich zu interessieren für das Internet und was da los ist und ob sich Gott vielleicht im Netz befinden könnte und wird so ein bisschen so eine kleine Koryphäe, was so Computer angeht und stockt ihren Heimcomputer immer weiter auf. Ja. Und das Ganze ist so ein bisschen mit so einer, ja, das hat auch so einen Nerd-Appeal, weil die ganzen Computer in dieser Welt, es spielt im Hier und Jetzt, sagt uns die Serie die ganze Zeit. Aber es ist von 1998 aus gesehen eine leicht futuristische Welt, wo die Computer so ein bisschen mehr auf Kommunikation ausgerichtet sind. Und das ist auch das ganze Thema der Serie im Grunde. Also es geht um, wie stehst du in Bezug zur Welt und zu anderen und zur Online-Welt. Also geht es erstmal nicht so sehr um den Plot, wo kommt diese E-Mail her und was hat es damit auf sich, sondern auch so ein bisschen generell um dieses besondere Lebensgefühl in dieser Zeit und wie das halt so ist, in so einer modernen Zeit zu leben. Ja, die Serie hat, ich glaube, was wir heute über Social Media kennen, dem sehr viel vorausgenommen. Ah, okay. Damals gab es natürlich noch das ganze Twitter-Versum und so nicht. Und das arbeitet die Serie auch auf, obwohl man vermuten kann, dass es hier um viel existenzialistischere Fragen geht und viel philosophischere Sachen, als nur jetzt irgendwie einen Kommentar zur Technikwelt abzugeben. Also es geht hier, ist hier kein Techno-Fear. Das ist ja genau dein Ding, ne? Wenn das so ein bisschen dann vielleicht unter der Oberfläche gleich so schön kratzen, dann kommen so Sachen raus, die ein bisschen tiefer gehen als das ganz normale, ja, oberflächliche halt. Genau. Spannend auf jeden Fall. Sieht auch sehr gut aus. Und dann kommen so natürlich auch so Men in Black dazu und Geheimorganisationen und dann geht es vielleicht am Ende so ein bisschen darum, was vielleicht passieren würde, wenn die ganze Menschheit sich verbunden hätte. So einer Schwarmintelligenz? So ungefähr. Aber auf jeden Fall hat es auch so ein bisschen mit Mr. Robot gemeinsam, insofern, dass es eine Hauptfigur gibt. Die gerade uns absegelt, aber das ist, heute ist alles drin. Das ist nur, weil ich hier bin wieder. Das ist nicht schlimm. Meine Güte. Das wird sie überleben. Sie ist in mehrfacher Inkarnation hier auf diesem Tisch vertreten. Aber Lane begegnet dann im Netz auch so einer anderen Version von sich selbst, die da schon seit geraumer Zeit ihren Spuk treibt. Und dann gibt es in der realen Welt auf einmal auch eine Doppelgängerin. Okay. Und dann geht es sehr um, wie gesagt, Existenzialismus und Ist das eine Abspaltung von ihr? Ist Doppelgänger und solche Geschichten? Ja, es geht dann sehr abgefahren und sehr strange am Ende vor sich, wenn es zum Beispiel um so Konzepte geht wie, wenn man sich an etwas oder wenn an etwas nicht erinnert wird, dann hat es das vielleicht nie gegeben. Oh weh. Und das macht sehr, sehr harte Baustellen auf und das Ganze ist verpackt mit diesem wunderschönen minimalistischen Stil von Yoshitoshi Abe, der sich sehr gut auf diesen Anime anwenden ließ und deswegen super gealtert ist. Also im Anime ist das auch ein sehr reduzierter Stil, der mit sehr gedeckten Farben irgendwie daherkommt. Deswegen ist der fantastisch gealtert, obwohl er von 1998 ist. Ja. Und das Sounddesign muss auch noch erwähnt werden. Ist so ganz eindringlich und macht so eine ganz beklemmende Stimmung. Die Netzwelt ist auch ganz abstrakt dargestellt. Also zum Beispiel manchmal ist es dargestellt als so ein Weg einfach nur in einem schwarzen Raum und dann kommt eine Kreuzung und dann erscheint da so ein sprechender Mund und wo sie dann draufläuft. Also so ganz abstrakte Darstellungsweise. Für Leute, die jetzt davon zum ersten Mal hören, so wie zum Beispiel auch ich, könntest du das mit irgendwas vergleichen, also neben Mr. Robot oder irgendwelche anderen Animes, die da vielleicht so ein bisschen dran sind, wenn ich so an Cyberpunk denke und Technologie, habe ich so ein bisschen als Modernvertreter Psycho Pass bei mir im Kopf, aber das ist ein bisschen actionreicher wahrscheinlich. Psycho Pass ist viel poppiger und viel actionreicher. Ja. Nee, also was der Regisseur noch gemacht hat, ist zum Beispiel Kino's Journey, wo es gerade in dieser Season einen Remake-Anime gibt. Okay. Und das war auch so eine philosophische Angelegenheit, wo so ein Junge auf so einem Motorrad durch so eine desolate Welt fährt und sich da dann mit allen möglichen Sachen und Konzepten des Zusammenlebens anderer Leute auseinandersetzen muss.
Gute Arbeit, Sherlock. Und ansonsten von den Machern ist auch noch Technolize. Das war so ein Cyberpunk-Anime von so ein bisschen später. Der lief hier auch irgendwann mal im deutschen Fernsehen nachts bei Vox oder was. Einige erinnern sich vielleicht an diese Zeit. Also wenn ihr auch mit so ein bisschen abstrakter zurechtkommt und es ein bisschen arthausiger mögt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Wie gesagt, es ist meine Lieblingsserie aller Zeiten. Und ich glaube, Mario, können wir als Anime-Experten generell auch als Serienfachmann ernst nehmen. Würde ich einfach mal so behaupten. Trust me. Und wie ihr sehen könnt, es gibt dazu noch DVDs, die man erwerben. Eine Blu-ray gibt es auch mittlerweile, sogar eine deutsche. Das sieht bestimmt auch ziemlich cool aus, oder? Mit diesen, ich kann mir vorstellen, dass es gut überarbeitet ist. Dann. Ja, absolut. Ja. Ich kenne die deutsche Synchro nicht. Die englische ist aber von damals sogar auch ausnahmsweise schon gelungen. Obwohl früher waren die ja auch schwierig so ein bisschen. Aber das kann man auch machen zum Beispiel. Und der Soundtrack, um den nochmal zu erwähnen, ist auch eine coole Mischung. Und zwar aus hartem 90er-Jahre-Techno. Weil es ja auch so ein Techno, Party-Bömi dabei. Weil es so ein Techno-Club namens Siberia gibt hier drin, wo viel der Handlung stattfindet. Und von so einem japanischen Singer-Songwriter, der hat hier so einen mit seiner raspeligen Stimme so einen schrubbeligen Folk-Gitarren-Soundtrack beigesteuert. Sieht das Cover auch aus. Ja, so sieht. Und das ergibt auch eine ganz coole Mischung eigentlich, weil das geht so ein bisschen gegen die Annahme, dass diese 90er-Jahre-Cyber-Sachen immer diesen Matrix-Techno-Soundtrack haben. Und viele, den Zahn muss ich Leuten immer ziehen, dass es nicht darum geht, am Ende so einen Matrix-Twist, was ja damals alles von 13th Floor bis was weiß ich hatte. Darum geht es nicht. Also es geht hier viel mehr, wenn hier in dieser Serie auch anfängt, so Realität und Virtualität zu verschwimmen. Dann ist das nicht so gemeint auf so einem, hups, du hast die ganze Zeit geträumt, das Shyamalan-Twist. Darauf will das gar nicht hinaus. Es stellt viel mehr grundlegender die Frage, was hat es mit diesen Konzepten auf sich und wie kommuniziert man und so. Hört sich wahnsinnig spannend und komplex an. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, Serial Experiments Lane, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, holt euch die Blu-ray oder DVD und erfüllt damit Mario eine große Freude, denn der wird weiterhin in die Schlacht ziehen und diesen Titel jedem ans Herz legen, der da draußen ist. Genau, verbreitet die Kunde. Verbreitet die Kunde. Ja, vielen Dank, Mario, für diesen kleinen Tipp. Wunderbar. Serial Experiment Lane. Mankind has finally created an exit. So, das war's jetzt aber wirklich mit der Nerdstube für diese Woche. Vielen Dank, Mario, für deinen frechen Angriff, der sich aber, glaube ich, gelohnt hat für viele da draußen. Es war uns ein Fest und eine Freude, auch unseren Gast zu begrüßen, den Rüdiger von F-Secure, der natürlich auch ein Gewinnspiel mitgebracht hat. Nochmal der Hinweis darauf. Das gilt eine Woche, also nächste Woche suchen wir schon die Gewinner aus, beziehungsweise bis zur nächsten Woche. Nochmal die Frage, wie heißt der Superhack am Ende der zweiten Staffel von Mr. Robot? So, wenn ihr das wisst, dann schreibt ihr es einfach in den Kommentarbereich unter das Video und fünf von euch werden dann einen tollen Preis mit nach Hause nehmen. Das ist doch was, oder Mario? Ich bin ganz baff. Dann wärst du sofort mit dabei, oder? So wie du gerade Jubelstimme ausbrichst. Ist das schon die Antwort gewesen eigentlich? Nee, auf keinen Fall. Superhack? So einfach machen wir es nicht. Der hat einen ganz besonderen Titel und den möchte ich von euch wissen. Das war es aber wirklich, die Nerdstube. Nächste Woche sind wir wieder da. Schreibt uns euer Feedback im Kommentarbereich auf YouTube. Nutzt den Hashtag Nerdstube auf Twitter und sonst wo. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder mit tollen Themen. Vielleicht mit Thor. Vielleicht mit Stranger Things. Wer weiß. Wir schauen mal. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Ich bin raus. Das klassische Heckgeräusch. Auf zwei Tastaturen. Soll das so sein? Nein, das ist gerissen. Das war schon so. Arndt! Ja, setz die auf. Vorsicht, ganz.